So, hallo und herzlich willkommen zur 18. Aufnahme oder zur 18. Folge von Assassin's Creed Unity. Und da wir unseren geliebten oder den Großmeister der Templer, de la Flair, getötet haben, gehen wir jetzt zurück zur Bruderschaft. Und wir warten und laden. Mal wieder. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Widersetzt euch den Pilz und den Rat nochmal um die Gangstadt. Ihr neues Arschloch! Was? Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh. Sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Oh, wir bekommen eine zweite Chance. Wie schön. Gut, also war er scheinbar der Gute? Ich weiß es nicht. Es kann gut sein. Und wir laufen schon wieder in die falsche Richtung. Aber dieser Ausgang ist ja schrecklich. Man weiß nie, wo er ist, ne? Oder ich weiß nicht, wo er ist. Das ist natürlich dumm. Dum, dum. Alles Gute, Bürger. Wieso ist eigentlich so ein dummer Händler bei uns im Versteck? Warum? Wir sind Assassinen. Wir sollten geheim sein. Wir sollten im Dunkeln arbeiten, um das Licht zu schützen. Warum, weiß ich nicht. Ah, gut, ich hab Sound. Ich hatte gerade gedacht, ich hätte keinen Sound. Was ziemlich bescheuert wäre. Aber nein, wir haben Sound. Un homme comme on en voit peu. Sound. So, 200 Meter. Ja, komm, das muss ich jetzt nicht wegschneiden. Sonst haben wir am Ende nur noch irgendwas aneinander gereiht und das ist dann auch nicht mehr schön. Also zeige ich euch jetzt mal die Gosse Weihnacht, oder? Ist das die Gosse? Sieht auf jeden Fall aus mit den Leuten, die da an der Seite hängen und nicht wissen, was sie tun. Oder? Rede!
Für wen hältst du dich, ja? Sag mir jetzt, raus hier, aber sofort! Gut. So macht man das. Ich habe eine Belohnung erhalten. Ich habe 500 Livre bekommen. Wie cool. Ja. Livre. Livre. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Livre. Ja. Kann ich eigentlich mal nachgucken, aber Livre. Ich weiß es nicht. Na? Immerhin haben wir eine neue Truhe. Oho. Eigentlich könnte ich mir auf meinem zweiten Bildschirm meinen Browser laufen lassen, mal nachgucken, was das heißt. Ich habe jetzt auch gerade keinen Bock dazu. Ich weiß, ich bin faul. Wieso habe ich den Aufzug nicht benutzt? Ich laufe da jetzt so einfach hoch und habe nichts zu tun. Ich muss ja irgendwie die Folgen in die Länge strecken. Och. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Das ist eine gute Frage. Bringt ihn nach oben. Beeilung! Aha. Tusch, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Ja. Daran kann's liegen. Da vorne sind so ein paar Leute, die mir nicht gefallen. Bevor wir irgendwas machen, schalten wir die mal aus. Und laufen gegen die. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Was war das? Für die Revolution! Ey! Komm raus, damit ich dich sehen kann, Hurensohn! Verdient nichts anderes als eine Kriege! Ja, okay. Ey! Was? Wir sind durch eine Flinte gestorben? Ja, super. Wieso sind wir durch eine Flinte gestorben? Das ist doch eigentlich zu wenig. Finde ich. Aber, naja. So, diesmal kriegen wir den. Dann machen wir erst nochmal. Diesmal. Ja, und komm, den kriegen wir auch noch. Was? Wie stark sind die? Das ist doch fast unfair. Wieso? So, jetzt aber mit dem dritten Anlauf kriegen wir es hin. Hoffentlich. Bitte, lass es uns hinbekommen. Sonst wäre das ziemlich bescheuert. Jetzt haben wir ihn noch nicht mal gekillt. Naja. So, was ist mit Schießen? Ah. Leg dich um. Neue Taktik. Oh. Wieso? Scheiße. So, vierter Versuch. Auf ein neues. Wie stark sind die Wachen eigentlich da? Stehen bleiben, Bürger. Ah, nur zwei Wachen. Wieso können mir zwei Erwachen so viel Schaden zufügen? Jetzt machen wir schon wieder den.
So. Geht doch. Jetzt haben wir zwei schon weg. Oder? Was? Wir haben das gar nicht gesehen. Ja, dann... anschleichen. So geht das nämlich. Hua. Kann man auch stolz darauf sein, dass man das jetzt auch mal schafft. Will ich da unbedingt rein und die Glocke sabotieren? Nee. Ich würde eher sagen... Ne, von außen kann man wahrscheinlich nicht rein. Ne. Da geht's nicht rein. Schade, schade, schade. Anderen Weg hätte ich jetzt auch nicht, aber hier oben... Da, durch das Fenster würde ich einsteigen. Wahrscheinlich. Oder? Frage ist, ob mich irgendjemand dann sieht. Ich glaube nicht. Dann hopp. Jetzt mal vor. Wer weiß. Und wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Nur, dass manche Leute nicht mögen, wenn man sich einmischt. Kapiert? Ach schade, wir haben nichts davon. Sieht er dahinter das? Bleib da stehen! Verlierst dein Tempo! Oh mein Gott! Wieso krieg ich die jetzt so einfach platt? Okay, vielleicht nicht so einfach, aber einfacher als die letzten. Warum kriege ich die so einfach platt jetzt? Na? Ach, mein Geldbeutel ist voll. Ich kann nichts mehr annehmen. Das ist ja was. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das muss ich unbedingt ändern. Gut, den verfolgen. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Deshalb sage ich jetzt direkt, ich höre auf und suche die richtige Stelle auf. Bis gleich. So, das ist jetzt... Es ist jetzt Version 2 oder Versuch 2. Wobei es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte. Wie lange sollen wir noch warten? Nur etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker lichten, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für unsere letzten Aktivitäten. Es wird sich alles klären. Das schmeckt mir nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Ihr habt es noch nicht gehört? Was gehört? Lafreniere ist tot. Seit Stunden, ja, ja. Assassinen. Das wäre zu praktisch. Ah, so ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Wir wurden als Werkzeug benutzt. Kommt, wir holen den Kapitän und beginnen. Okay. Das ist ja jetzt nicht besonders das Gelbe vom Ei. Ja, kriegen wir die Person. Etwas geht hier vor sich. Scheiße. Wer noch so nicht. Ach ne, vom Ziel entdeckt.
wieso vom Ziel entdeckt? Scheiße. Okay, das war doch nicht die richtige Folge. Egal. So, wir starten aber auch schon an einem neuen, an einem neuen Punkt und deshalb habe ich die Folge davor gezeigt. Jetzt weiß ich es wieder. Oh, komm schon. Boah, der hat uns nicht gesehen. Wie gut. Ach, wie gut. Ja, komm, dann plünder den noch. Der so wertvoll sein muss. Der so viel Leben hatte. Tintenfass. Super. Okay, 25, 47. So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht noch eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Rui, mach dir sauber, schnell. Komme sofort. Sauber machen? Die haben den einfach aus dem Fenster geworfen. Das ist doch bescheuert. Wieso? Naja, tut mir leid, aber ich muss jetzt einen Cut machen. Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. So, und an dieser Stelle beenden wir bis zum nächsten Mal. Haut rein!